Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Total War Saga Britannia oder Thrones of Britannia. So, wir haben hier ein Familientreffen. Also nochmal kurze Zusammenfassung von letztes Mal. Das Volk Ulaid, man kann es hinten sehen, hat unsere Ländereien überfallen. Eine Armee mit dem König haben wir schon getötet. Und eine verfolgen wir jetzt quasi, die wollte jetzt Dunat angreifen und war auf dem Rückzug. Letzte Folge hat er dann aber komischerweise ist nicht zurückgegangen zu seinem Kollegen, sondern ist einfach hat uns angegriffen. Erst Ketil, aber Ketil habe ich zurückziehen lassen. Dann hat er unseren König Eirik angegriffen, aber ich habe ihn zurückziehen lassen. So, jetzt wo wir dran waren, habe ich alle rangeholt und noch jemand aus der Stadt. Ah ne, Hakon! Entschuldigung, das ist ja auch ein Sohn von König Eirik. Also, volles Familientreffen. König Eirik, beide Söhne sind da. Und, oh, Nachtangriff wäre ein Nachteil für uns. Ja, wir greifen jetzt an. Ich bin gespannt, wie groß die Schlacht wird. Also ich weiß, okay, wir haben hier eigentlich kein Problem, ne? Aber ich will mal, also ich habe in diesem Spiel noch nicht so eine große Armee geführt. Ich will sehen, wie das aussieht. Es muss viel auf der Schlacht. Ist das nicht schön? Ach. Viel Wald. Das ist gut für ihn. Er kann Hinterhalte legen. Hat auch wieder viele. Er hat nur zwei Bogenschützen, aber sechs Plänker-Einheiten. Also, ich sag mal, acht Einheiten, die mit Pfeilen und Speere werfen. Einmal, vielleicht noch auch eine neunte, eine Kavallerie und eine Nahkampfkavallerie. Wir haben unsere tollen, supergeilen Kundschafter, die vor allen Angst haben und immer wegreiten und nichts schaffen. Die hetzen mal drauf. Ja, König Eirik ist zwar geschwächt, weil wir hatten da vorne Schlacht, dann hatten wir noch den Winter, wo er unterwegs war. Da sind ja auch ein paar Leute verstorben. Fünf waren es, glaube ich. Und ja, konnte bisher noch keine neuen Männer rekrutieren oder die Einheiten auffüllen. Na gut. Ich bin mal gespannt, wo dann die anderen Einheiten rauskommen von mir. Also, wo die beiden Söhne. Das ist eine Kittils Armee und die Armee von Hakon. Ob die direkt auf unserer Seite kommen oder hinter dem Feind. So, ich warte mal wieder. Er hat einfach mehr Bogenschützen. Warum soll ich, ihr habt keinen Zugriff auf brennende Pfeile. Gebäude sind schwerer im Brand zu stecken. Ach so. Ich dachte, das wäre aber auch ein Nachteil für generell Pfeile. Aber dann kämpfen wir im Regen. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ah, schlecht Wetter. Oh, ist ja doof. Hinten habe ich sie gerade nicht gesehen. Komme ich näher ran, sehe ich sie. Ja. Oh. Einmal kriegen wir von rechts. Einmal von links. Schön. Schön, schön, schön. Ich glaube, heute machen wir auch mal nicht irgendwie was Großes, außer die Kavallerie. Ich zentralisiere sie, auch wenn das keiner machen würde, aber ich mach's. So, und bei denen. Fertig! Reiter! Fertig! Ah, ich habe noch die Reiter in der Hand. Kavallerie! Kavallerie! Wie bei der letzten Schlacht, ich mag eine starke Linie. Und das, was wir gerade sehen, ist keine starke Linie gewesen, weil geschwächte Einheiten mit vorne standen. So 100 sollten sie schon haben. Na gut, oder 80 noch. Egal. Bleiben wir jetzt dabei. So, die Bogenschützen dahinter. Und dahinter die Reserve. Gibt es halt. Wo ist die Schlacht? Noch so eine Aufstellung? Nee, ne? Schwertkämpfer. Schwert, was ist das davor? Kavallerie? Kein Fall. Achso, hier steht noch Kavallerie. Hab ich den Wald mit euch, ihr Vögel. Oh. Helikopter. Falls ihr jetzt ein Helikopter hört oder ein komisches Geräusch. Hier fliegt gerade ganz nah an unser Gebäude ein Helikopter. Hm, na gut. So. Starten wir.
Er bewegt sich nicht, hätte ich auch nicht gemacht. Wir spulen mal ein bisschen vor. Und es plätschert und plätschert und plätschert. Und er formiert sich neu. Das muss ich mir angucken. Wird ein bisschen voll jetzt unten in der Leiste. So, seid ihr denn schon alle da? Ah, wir warten noch ein bisschen. Noch ein bisschen vorspulen. So. Jetzt müssten alle da sein. Diebe kommen uns nicht lebend. Ja, sehe ich auch so. Beeilt euch. Ihr formiert euch hier. Ihr bewegt euch mal locker. Wir haben keinen Stress. Für Beute und Ruhm. Für Beute und Ruhm. Klingt für mich sinnig. So. Und ihr nach da. Aber auch ganz locker, chillig. Es ist ein Familientreffen. Wir wollen ja keinen Stress machen, ne? Alles schön locker, ruhig. So, dann spulen wir das wieder ein bisschen vor. Meine Idee. Ach, man kann ja so schön. Ich will nicht, dass er nicht entkommt. Ich will nicht, dass er eine Möglichkeit hat zu entkommen. Darum ziehe ich jetzt meine Truppen einmal von hinten so ein bisschen ran. Zur Seite. Und wenn die... Und scheiße. Und er positioniert sich hoffentlich nur. Ja, er hat sich nur positioniert. Okay, das ist ja okay. Mal kurz auf Pause. Weil ich habe jetzt keinen Gedanken daran verschwendet, vielleicht die Bogenschützen nach hinten zu packen. Sind das wirklich alle Einheiten? Müsste man quasi nachzählen, aber es kann sein, dass vielleicht noch ein Limit drin ist. Komme ich in die Einstellungen? Option. Wo könnten das drin sein? Spieleinstellungen? Markierung. Beratung und Action. Hey, diesen einen. Die Gefechtsratschläge, die kann er behalten. Die habe ich mal ausgestellt. Die Typen auf dem Poller. Grafik. Der Grafik. Oh. Einheitengröße. Einheitengröße. Groß. Geht da noch mehr? Ja, tut mir leid, ich habe nur 1070. Hätte am liebsten die 1080 gekauft damals, aber naja. Schade, hätte sein können. Ich will jetzt nicht die Einheiten nachzählen, ne? Aber ich weiß, Ketil hat 17 gehabt. Der König hat 20 Einheiten gehabt. Das sind ja schon 37. Und ich weiß nicht, was der andere hatte. Das sieht mir nicht vollzählig aus. Naja. Ketil hat... 10. Ah, das ist nicht vollzählig. Das ist nicht vollzählig. Wir haben wahrscheinlich einfach von links nach rechts von den Ketils Einheiten mitgenommen. Die paar Speerkämpfer, die er hat, die Nahkämpfer und den Bogenschützen, kann man nicht. Der Händen hatte auch nur dann eine Bogenschützeneinheit. Ne? Bei Harkon. Ja, ein bisschen unschön. Ich weiß nicht, ob das bei den alten Spielen auch so war. Die hatten immer irgendeine Begrenzung drin. Und ich weiß, bei irgendeinem Spiel von Total War lag es auch meistens an einer Grafikkarte oder Rechnereinstellungen. Wenn die zu schlecht war, dann ja, dann hast du halt weniger Einheiten drin gehabt. Ne? Aber hier mit der 1070 sollte es ja wohl kein Problem sein. So, wir machen nochmal kurz auf Pause. Nein, das ist falsch. Nein. Entschuldigung. Den ganzen Sauerhaufen, so wie er ist, dahin schieben. So, den Sauerhaufen. Jetzt gibt's nämlich auf die Nase. Vorrücken.
Die sind noch nicht da. Jetzt könnte man anfangen zu rennen, ja. Holen Schweine. Könnt ihr euch gleich hier so vor mir. Also, falscher Knopf gewesen. Mein Fehler. So, dann rennt ihr dahin. Und wir sprühen weiter vor. Truppen, Truppen, Truppen. Jetzt macht er wieder eine Linie. Truppen, Truppen, Truppen. So. Ja, warte mal, wir machen das ganz anders. Ich mache das gerade irgendwie falsch. Wir wollen ja Einheiten der Hinterhand haben. Das heißt, splitten. Einmal hier. Dann würde ich hier hinpacken. Den Kern. Dabei ein bisschen weiter hinten. Ihr braucht hier gar nicht so weit hoch. Euch machen wir auch. Splitten wir. Kavallerie geht gleich straight in diese Richtung. Na komm. So, du gehst da ein bisschen. Ja. Und die beiden gehen den längsten Weg quasi hier schon mal in den Wald rein. Nein, 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 nein. Ach, Kacke, Mann. Ihr sollt immer noch hier hin. Wir werden nicht verlieren. Werden wir schon mit Pfeilen beschossen? Nö. Aus Pfeile Reichweite. Ich glaube, ich brauche für die Schlacht eigentlich viel zu lange. Profis hätten da schon längst irgendwie alles gemacht. Und jetzt machen wir wieder Pause. Er formiert sich neu, aber ich denke mal, jetzt geht's los. Wir werden unsere schöne Armee nach vorne bringen. Komm. So lang schnacken, Kopf in den Nacken, Randa. Zack. Dacke. Waren die Sperrkämpfer dabei? Waren die Sperrkämpfer dabei? Da kommt Ärger auf uns zu. Wollen wir mal auf Pause? Ich bin ein Horst. Nee, zu weit weg. Ah, oh, ich hab vergessen, die Kavallerie nachzuziehen. Ich Horst. Zieht sie zurück. Fertig. So. Nee, 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 Junge, du ziehst es nicht zurück. Gibt schön auf die Nase. Ja. Attacke. Ich will Blut sehen. Hä, warum krieg ich immer. Da sind noch Bogenschützen dazwischen. Hier kommen, ihr könnt euch irgendwas ballern. So, hier kommt er erstmal rum. Hier bleibt die Reserve. So, ihr steht da schon. Ran. Ich will auch schon ran. Unser General wird angegriffen. Ein mit Leben. Beeilt euch! Da kommt Ärger auf uns zu. Wo ist die Schlacht? Sie soll zu euch! Anvisieren und schießen! Speerkämpfer! Ich wurde getroffen! Kavallerie!
So. Jetzt wird gemetzelt. Bei so einem schlechten Wetter kämpfe ich keinen Bock. Das ja. Warte noch mal ganz kurz. Das da gefällt mir nicht. Wo ist meine Reserve? Nee. Jetzt sind hier ja die ganzen Einheiten dazwischen. Schieben wir den in die Mitte. Bogenschützen. Ran. Attacke. Speerkämpfer, erledigt sie! Attacke! Sie sollen verrecken! Legt sie aus! Männer haben aufgegeben, laufen um ihr Leben! Unsere Kavallerie? Halt! Keine Bogen schießen. Wir haben die Linie offen. Was ist denn hier los? Ah, fuck, 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 die laufen vorbei. Anna! Ah, schade, doch. Scheiße. Überall Lücken doch. Kacke. Anna. Die müssen bluten und sterben. Oh, es gibt viel zu viele Überlebende. Oh, ey. Was haben wir hier? Och, alles auf Fußtruppen. Haben die Schwein, ey. Plant man schon alles sorgfältig und es geht trotzdem nicht so richtig, wie man denkt. Ja, weiter, weiter, weiter. Töten, töten, töten. Können wir abhauen? Nein. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So, hier, die kämpfen noch. Hier, der kämpft noch. Stehen die da rum? Gucken sich die Leute an. Oh, guck mal, die kämpfen. Hoho. Was machen wir? Wir gucken einfach zu. Los, töten, töten, töten. Hier braucht keine Bogen schießen. Töten. Bogen braucht keiner. Holt die Äxte raus. Nee, will noch nicht siegen. Wir müssen töten. Ja, ich denke mal, jetzt können wir vorspulen. Aber es ist nur noch einer. Ja, tötet ihn, er versteckt sich um den Baum. Habt ihr ihn erstochen?
Nee, ist er noch da. Steh ich zu. So. Guck mal ein bisschen vor nochmal. Ah, ich glaube, der Drops ist gelutscht. Schade. Ich hatte ganz den Moment, wo er noch mal sich bewegt hat, hatte ich ein bisschen Panik, dass er doch vielleicht eher die kleineren Einheiten angreift, weil ich hier zu sehr auseinandergezogen habe. Das wäre auch sein Rückzug gewesen quasi. Also er hätte so echt abhauen können, aber in der aus dem Spiel ist es natürlich ein bisschen anders. Aber sonst die Idee fand ich nicht schlecht. Umsetzung hätte man noch ein bisschen besser machen können. So, verbleiben 369. Das ist, gefällt mir nicht. Aber auch der Anführer müsste tot sein. Dann ein Schwertkämpfer. Fast die komplette Infanterie nett weggemetzelt. Einfach hier die Bogenschützen haben überlebt. Schön weggeschnitzelt. So sieht ein Familientreffen von den Sudrea aus. Und der König Eirik noch mit 63 am Leben und am Kämpfen. Anscheinend hält wohl Kämpfen jung. Also ich werde hoffentlich nicht mit 63 noch irgendwie auf das Schlachtfeld ziehen müssen. Da will ich zu Hause schön auf dem Sofa liegen und Serien gucken. So. Dieses Rot gefällt mir. Ja, wie machen wir das? Wir brauchen Einheiten. Ausrücken! Oh, im Kampf gefallen. Das tut uns leid. Nein, tut es nicht. Unsere Feinde sollen untergehen. So, Kitty, holen wir. Zerquetscht kannst sie. Du nicht. Ach, wir Kacken. Führen euch zu Ruhm. Dann musst du das machen, Hakon. Ja, Hakon hatte hier. Aber Hakon geht hier oben rechts. Ich weiß nicht. Sie sollen verrecken! So, und dann nochmal. Aber diesmal mache ich auf Auto. Schön in den Kopf rein. Zack, weg. Los marschieren, Männer! Tribut! Fuck, sehe ich gerade, wir haben minus 33 Essen. Ups. Das realisieren wir. Dienen bis zum Ende! Hakon, guter Mann. Ich habe ja bisher immer als Statthalter eingesetzt. Ermöglicht Fähigkeit sammeln. Okay. Mal Streiter. Schon 34, hat aber überhaupt keine Erfahrung. Da ist sein anderer Bruder ein bisschen weiter. Aber ich habe auch nicht, hätte nicht gedacht, dass der König so lange lebt. Hätte auch nicht gedacht, dass König Eirik da schon längst den Löffel abgibt. Ja. Das war. Jetzt würde ich sagen, geht's Richtung Gegenangriff, Rückeroberung. Feindliches Blut wird fließen. Was ist jetzt Sommer, Herbst? Ich würde doch gern noch mal den marschieren. Wir schwören treuen Sommer hier verbringen. Feindliches Blut wird fließen. Du kannst nicht mehr gehen. Ehre erwartet uns. Kittil wird aber nochmal zu Wasser gehen und hier das schon mal zurückerobern. Das holen wir dann im Frühjahr.
Niemals! Sprecht die Wahrheit und strapaziert nicht meine Geduld! Hey, Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich gar nicht ansprechen. Ich wollte nur gucken, wer du bist, was du für Hobbys hast. Mehr wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Ich rede dich nicht nochmal an, ich will dich nur töten. So, ja, das war der Sommer. Ja, aber ich glaube, hier kann man jetzt auch einen Break machen, weil wir haben jetzt Sommer, Herbst werde ich nichts machen, außer mich ein bisschen bewegen mit dem Kittil. Da in die Richtung schon mal runter. Und sobald Frühling ist, werden die Truppen hier runtergezogen. Das sind jetzt 3-4 Runden, sage ich mal, wo nicht viel passiert, mindestens. Ja gut, ich werde das Geld mal jetzt ein bisschen noch hier in Nahrung... Ja, in irgendwie was reinstecken, wo, damit wir eine Nahrung kriegen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss... ach cool, man sieht sogar, dass wir einen Turm drin haben. Es ist nichts, wo ich sagen muss, dass... Das ist, muss man sich, glaube ich, nicht anschauen. Das ist, glaube ich, langweilig. Und 3-4 Runden Langeweile will ich hier nicht zeigen. Ich würde einen Break machen, auch wenn wir diesmal keine halbe Stunde voll kriegen. Ja, ich hoffe... Ich nenne die Folge Familientreffen. Definitiv Familientreffen. Ich muss mir das merken. Diese Folge nenne ich Familientreffen. Das passt einfach. Finde ich. Ich würde es einfach Familientreffen nennen. Mir hat es wieder mal gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich natürlich ausgehe, dann bitte ein Abo dalassen. Bitte, bitte. Oder ein Like. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.